So, hallo, ich bin der Dennis von DLans Game Models und wir wollen uns heute von Svesta den KA-52 Alligator angucken. Und eins vorweg, es geht um Modellbau. Wir werden nicht politisch. Meine Meinung dazu ist bekannt und wir bleiben hier nur beim Modellbau. Es ist ein russisches Fahrzeug, es ist ein russischer Hersteller. Egal, es wird ein tolles Modell sein und das gucken wir uns jetzt an. Also, bis gleich nach dem Intro. Ja, der KA-52 Alligator, ein russischer Angriffshubschrauber. Hier sind diverse Informationen in Russisch, Schrägstrich, Kyrillisch drauf und kann ich leider nicht entziffern. Also wer dessen mächtig ist, kann mir das gerne vorlesen, aber es wird höchstwahrscheinlich dasselbe sein, dieselbe Information, die hier in Englisch auch untersteht. Ja, viel gibt es zu der Box nicht zu sagen. Klassisch in dem Farbton oder mit dem gelben Rahmen und mit dem Logo gehalten. Hier haben wir ein sehr, sehr schönes Boxart, was den Hubschrauber in Aktion zeigt, sehr dynamisch. Hier haben wir Angaben zu Farben, und zwar Tamir-Farben, sehr schön. Und Svesta hauseigene Farben, ja, habe ich so noch nicht mitgearbeitet, kann ich nicht sagen, ob die gut sind. Dann haben wir einen Auszug zum Dickelbogen. Das ist sich im Maßstab oder um den Maßstab 1,48 handelt, 385 Teile beinhaltet und das Fahrzeug eine Gesamtlänge von 33,3 cm hat. So, auf der Rückseite haben wir noch ein paar Bilder vom Prototypen und zwar und auch noch was, das so für Features hat, sprich, dass die Rotoren sich drehen, dass wir hier diverse Ausrüstung haben, ein detailliertes Cockpit, dass man das offen darstellen kann, Piloten hier nochmal gebaut und ein bisschen was zur Geschichte des Fahrzeuges. Und das war's dann aber auch schon. Klassisch geht es los, dass wir einen Top-Opener haben, nennt man das so? Ich glaube schon. Und hier haben wir schon die Bauteile drin und die gucken wir uns jetzt im Detail einmal an. So, die ersten Bauteile aus dem großen Beutel. Da haben wir die Unterseite des Fahrzeugs. Und ja, was wir sehen eine schöne Struktur, wir sehen klare Nieten, die sich abzeichnen. Und Details, die zu gefallen wissen. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir, schon größer machen, das wird oben sein, denke ich mal. Auch hier wieder schöne Nieten und ihr habt es gerade gehört, die kommen sehr gut durch und ja, Kleinteile wie Teile vom Fahrwerk, die Auspuffanlage oder Abgasanlage, nenne ich sie mal, das wird die Aufnahme der Rotoren sein. Alles sehr schön. Schöne, feine, kleine Angüsse. Das mag ich sehr. Dann muss man wenig versäubern. Und wir haben Auswerfermarken an den Innenseiten. Und bei den doppelt geprägten Teilen haben wir sie gar nicht. Also jetzt hier wie an diesen, ich nenne sie mal Leitwerken. Und die Nase auch sehr schön aus einem Stück gegossen. Das heißt, wenn man sie aufklebt, hat man dort keinerlei Naht, die man versäubern muss. Dann haben wir diesen Gießast doppelt. Und zwar haben wir hier die Rotoren. Auch hier haben wir eine leichte Struktur drauf. Und diverse Außenlasten. Kleine Hydraulikstäbe, Antennen. Wir haben hier eine Pilotenfigur. Das ist wieder ein großer, großer Pluspunkt für mich. Gucken wir uns mal die andere Seite an, auch hier. Die Pilotenfigur selber, die sieht gut aus. Auch die Gesichtszüge gut zu erkennen. Und dadurch, dass, das ist ganz witzig, dass wir den Gießast zweimal drin haben, haben wir logischerweise zwei Figuren. Aber wir haben
coolerweise 4 Köpfe, also kann einen Kopf schön in die Restekiste. Und was ich auch sehr schön finde, wir haben hier, das ist dieser Startbehälter für die ungelenkten Waffen. Auch hier sind diese Hülsen, wo die Raketen drin sind, sind schon angebohrt. Also, hier sieht man es. Also das kann man sehr, sehr schön darstellen. Das gefällt mir gut. Und ja, was ich sagte, ne? Dieser Gießast ist zweimal enthalten. Muss ich euch nicht beide vorstellen. Einer reicht. So, jetzt Beutel B. Das ist ja der kleinere von beiden. Und hier haben wir ja, die Rotoren, die Aufnahme der Rotorblätter. Auch hier sehr, sehr schön alles zu erkennen. Die hydraulischen Stäbe. Also man erkennt es hier echt schön. Und hier ist Nummer 2. Da gibt es so nichts zu meckern. Und auch hier wieder super feine kleine Angüsse. Kleinstteile haben so gut wie keinen Flash. Das ja, weiß immer zu gefallen. So, nächster kleiner Rahmen. Hier haben wir schon das Motorgehäuse, Abdeckung von ich habe den Motorgehäuse, also die Abdeckung, hier die Tragflächen, die Aufnahmen der Außenlasten. Auch hier, man hört schön die Oberflächenstruktur, die Nietenreihen, sehr, sehr schön. Hier ist das Cockpit als solches. Und hier sieht man nochmal eingeprägt, dass der Bausatz von 2024 ist, also wirklich neu. Und hier sind die beiden Rumpfteile vom Hubschrauber und da sieht man halt die Länge. Ist 1:48, ne? Aber ist okay. Also das wird jetzt nicht so ein riesen Monster. Im Durchmesser natürlich schon, da man ja die Rotorblätter hat. Und auch hier Auswerfermarken in der Innenseite, kleine Angüsse. Sehr schön. Wie der passt, kann ich nicht sagen. Ist brandneu. Da habe ich noch keine Referenz zu. So, der letzte kleine Beutel, das ist hier so ein kleiner Zip-Beutel, sag ich mal. Da sind die Klarteile drin. So, und die sind wirklich sehr, sehr schön. So, da muss ich auch wieder ein bisschen größer machen. Also man sieht hier in der Seitenfenster, das ist hier keine Macke, die da abgezeichnet ist, sondern das ist die Sprengschnur, die in der Kanzel drin ist, weil der KA-52 hat Schleudersitze. Sprich, die Rotorblätter werden abgesprengt, die Kanzel wird aufgesprengt und dann können die Piloten sich via Schleudersitz retten. So, das Ganze haben wir zweimal und auch super, also ihr seht, jetzt seht ihr es, also meine Finger verändern sich nicht fischaugenmäßig, also dass die Scheiben sind super transparent und auch hier die Frontscheibe, nenne ich sie mal. Ne? Wir haben hier schön die Nieten rein zu erkennen und auch hier super klarer Kunststoff. Da kann man super was drin erkennen und wenn man die Scheibe hochpoliert, dann wird das nochmal eine Spur geiler. Dann haben wir einen Diegelbogen. So, hier sind, das wird glaube ich ein bisschen tricky. Wir haben hier Diegels für die Verglasung, für die Sprengschnur. Jede Menge Stencils, was ja, Warn- und Sicherheitshinweise sind. Ein schönes Haifischmaul. Dann hier die Anzeigen im Cockpit. Und ja, die Hoheitsabzeichen, die Nummer der Maschine und so weiter und so fort. Zu den Diegels selber gibt es nichts zu sagen. Die sind super fein gedruckt. Wir haben gerade bei dem ich gehe mal hier bei der
Haifischschnute, gehe ich mal ein bisschen rein, vielleicht erkennt man das. Doch, erkennt man. Also der Trägerfilm, der ist wirklich sehr, sehr knapp ausgeschnitten. Und das finde ich sehr gut, dass da nicht so viel überlappt, was denn silbern könnte. Also Deagles, wirklich toll. Optional habe ich mir besorgt. Das sind 3D gedruckte, also nicht aus dem 3D-Drucker, sondern die haben Struktur. Die sind von Quinter Studios, auch eine russische Firma, für diesen Bausatz. Und ja, habe ich mir dazu besorgt, dazu gegönnt und wertet dieses Fahrzeug noch mal ein bisschen auf. Mal guck mal eben, oder vergleich mal. Ach, ich hole das einfach mal raus. Gerade die Anzeige als solches ist hier interessant. So, da sehen wir schon mal den Unterschied, was Quinter aufdruckt und was der Bausatz hergibt. So, brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich ist das nicht ganz günstig, aber was tut man nicht alles fürs Hobby? Ja, jetzt gucken wir uns die Anleitung einmal an. Und ja. Ja, die Anleitung selber ist ja als Magazinformat, sie ist in Schwarz-Weiß gehalten. Wir haben hier Informationen wieder zum Fahrzeug und in Russisch und in Englisch. Und wir haben hier die beiden Versionen, die man bauen kann. Und zwar einmal, wo unterscheiden die sich? Einmal in der Bewaffnung und ob die Kanzel offen ist oder geschlossen. Dann muss man gucken, inwiefern das zwei verschiedene Versionen des Fahrzeugs sind, aber das erkenne ich jetzt hier auf Anhieb erstmal nicht. Also hier ist zum Beispiel, hier ist noch eine Leiter drin, hier sind die Scheiben auf, wir haben hier diese Bewaffnung. Und hier ist das halt zu, Leiter ist eingeklappt, Bewaffnung ist eine andere. Sonst erkenne ich hier keinen Unterschied der Versionen. Naja, ein bisschen bunt wird es auch, aber da kommen wir gleich zu. So, wir haben ja eine Übersicht der Gießäste. Und dann geht es auch schon los mit dem Cockpit. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen, weil halt die Farben, ne, hier werden zwar die Farben angegeben, genauso wie bei den Piloten hier die Farben angegeben werden, aber die Farbangabe selber, doch, kommen wir gleich zu, die ist auf dem Bemalvorschlag. Ja, das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, kann man daneben halten. Aber man erkennt jetzt hier nicht auf Anhieb, um was für eine Farbe es sich handelt. Also wie jetzt bei Revell zum Beispiel, wo die Anleitung in Farbe gedruckt ist. Okay, ja, Pedale, Sitze, hier schon der Pilot, wo man dann die Qual der Wahl hat, welchen Arm man den verpassen möchte, mit Daumen hoch oder am Steuerknüppel. Und es geht dann, ja, mehr oder weniger straightforward, wie man jetzt sagt, weiter. So, hier haben wir den Hinweis, dass man bohren muss. Aber ansonsten keinerlei Hexerei, auch nicht in der Anleitung, wie das hier zustande geht. Interessant oder spannend wird es denn werden, wenn man den Helikopter zusammensetzt. Also man hat ja natürlich hier links und rechts, man hat oben und man hat unten, so wie man das ja bei den Teilen eben gesehen hat, wie das dann passt. Hier hat man an der Schnauze nochmal einen Teil, also wenn das dann sich da rauskristallisiert, dass man da spachteln muss, wäre das echt, echt fies. So, hier haben wir nochmal einen Hinweis zu den Versionen, ob man diese Raketenart nimmt oder
Dieser, also das werden wahrscheinlich gelenkte Raketen sein, das sind hier ungelenkte Raketen. Ganz so firm bin ich jetzt nicht, was die russischen Waffensysteme angeht. Ich kann auch euch noch nicht sagen, wie sie heißen. Beim Apache oder würde ich das eher wissen, wie hier. So, ja, hier Außenlasten, Flügel ran, Nase ran, Bordkanone dort. Jede Menge Sensorik ist da noch dran, Fahrgestell. Und dann geht es dann weiter mit den Rotoren. Hier, den Bereich. Das wird, glaube ich, auch ein großer Knackpunkt sein, wo dieser Bausatz Potenzial hat, dass man da gegebenenfalls scheitert, weil diese Koaxial-Rotor-Geschichte, das sieht wirklich tricky aus. Wie das denn umgesetzt ist, ja, das wird sich dann zeigen. Vor allem muss man dann gucken, wie man das denn trotz alledem mit der Bemalung macht. Da wissen die Helibauer unter euch wahrscheinlich mehr. So viele Hubschrauber habe ich selber noch nicht gebaut. Also ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, die Rotoreinheit würde ich zum Schluss ransetzen, wenn ich die ganze Kiste bemalt habe. Genauso wie hier die Waffen und ja, Kanzel, je nachdem, wie man das darstellt, würde ich sie ja schon verkleben oder verkleben, lackieren, also und dann lösbar verkleben mit Weißleim zum Beispiel. So, dann haben wir schon den Hinweis für die Stencils und das sind ja wie auch bei allen anderen modernen Fahrzeugen viele. Also ihr seht ja auch wirklich, das ist hier, das geht in die Hunderte. Und wie gesagt, wenn ihr das macht, so mache ich es, hilft mir. Zum Beispiel hier 123 aufgeklebt, Strich durch. 114 draufgeklebt, Strich durch. Und so arbeite ich mich dann um das Modell und weiß, ob ich was vergessen habe oder nicht. So, hier haben wir die Bemalvorschläge, die man hier machen kann. Also hier dieses klassische Flecktarnmuster mit der Haifischschnauze. Finde ich persönlich ziemlich cool. Dem hellblauen Bauch, sagen wir es mal so. Und das ist eine Version der russischen Airshow 2023. Hier nochmal ein Hinweis, wie man Decals aufträgt, dass man sie ausschneiden soll, bei 20 Grad circa 30 Sekunden ins Wasser legen kann, aufs Modell schiebt und abtupfen. Ja. Und auch hier haben wir wieder jede Menge Hinweise. Diese ganzen Nummern sind allerdings, also diese Sternfelder in Schwarz hinterlegt, das sind Farbangaben. Und hier da die 28 zum Beispiel, das ist dann ein Deagle. So, hier ist eine weitere Version, die ist in Schwarz gehalten oder dunkelgrau. Und das ist einer, wo steht das? Steht da was bei? Ja. Und zwar der ist vom Max 2015 Airshow, also August 2015 hat man den vorgestellt, wird wahrscheinlich der Prototyp sein oder erste Fertigungslos oder wie auch immer. Ja, hier haben wir natürlich noch weitere Hinweise zum Bemalen und Bekleben der Waffensysteme. Auch dort gibt es eine Menge. Und hier ist halt der Hinweis zu den Farben. So, da müsst ihr euch ein bisschen den Querverweis suchen. Ne? Hier zum Beispiel Stern 2 ist die Svesta-Farbe, steht in Kyrillisch. Rechts daneben dann die Tamiya-Farbe. XF18 ist dann, vielleicht sollte man dann vorher mal durch die Anleitung gehen und sich das selber markieren, wo man wie was mit Tamiya-Farben macht oder ähnlichen.
So, mein Resümee zu diesem Bausatz ist, der macht auf jeden Fall einen ersten sehr guten Eindruck. Anzahl der Teile ist überschaubar. Es sind Pilotenfiguren dabei, das finde ich schön. Das gibt dem Ganzen wieder mehr Möglichkeiten, da was darzustellen. Was ich schade finde, ist, dass man die Rotoren nicht in abgeklappter Position zeigen kann, wenn es das Fahrzeug das überhaupt kann. Aber ich vermute schon. Und ja, aber ansonsten, die Grundqualität ist super. Kosten tut dieses Modell 47 Euro. Ich habe es bei Guldilos Hobbyzone gekauft, genauso wie ich dort die Quinta Details geholt habe. Und es gibt dafür auch zwei. Also man hat einmal ein Display-Set, wo die Displays an sind. Und einmal, wo sie aus sind. Dadurch, dass ich meine Maschine am Boden bauen werde, habe ich mich dafür entschieden, das Set zu nehmen, wo die Displays aus sind. Und das gibt es in zwei Versionen. Einmal die kleine Version, wo nur das die Anzeigen drin sind. Und die große Version, wo man auch noch Sitzflächen und Gurte und all sowas dabei hat. Ich habe mich dann für die große entschieden. Die kostet dann 24 Euro. Statt 9 Euro und ja, soweit so gut. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, das Ding hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Für unter 50 Euro bekommt man hier, glaube ich, eine Menge Bastelspaß geboten und qualitativ sieht das Ding auch nicht ganz schlecht aus. Ja, dann lasst doch mal euer Feedback da, was ihr zu diesem Modell zu sagen habt, was ihr meint. Ob der bei euch auf der Wunschliste steht und ja, generell zum Video. Ne? Und wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ja, kauft bei Guldilos Hobbyzone die Kiste im Shop. Der freut sich immer, wenn er ein bisschen Support hat. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn dann. Ciao, ciao.